Willkommen zurück zu Bell Boomerang. Weiter geht's hier in einer Intermission. Was geht denn hier ab? Bist du freundlich? Wir sind freundlich. Ist doch keine Stadt. Kleines Dorf. Welcome, Brave Traveler, to the village of Drizzle. Okay, Stadt namens Drizzle. How wicked the sorcerer must be. What creature beneath his cloak would be driven to such darkness? Okay. Interessant. Hallo, kleine Igel. Warte, kann man hier rein? Man kann hier rein. Hallo. I am Error. Geile Zelda-Anspielung. The greatest blacksmith. However, I do not work for free. Return when you have 100 bells. Okay. Er macht irgendwas für mich, wenn ich 100 bells gesammelt habe. Okay, merken wir uns das. I am ever grateful that you have saved my family from the curse. I must know your name. Bell? What a beautiful name. Okay, ich habe ihn anscheinend gerettet vor irgendwas und jetzt sagt er, ja, ich werde mir deinen Namen merken. Der ist wunderschön, der Name. Ich weiß noch nicht, wann ich ihn gerettet haben soll, aber habe ich vorher irgendwann. Oh Gott, warte. Wollen wir jetzt weitermachen? Was ist mit der hier noch? I am quite worried for the queen after all of that. I hope she is well. Ich hoffe, der Königin geht's ja auch gut. Aber wir haben sie ja gerettet, oder? To the left is the entrance and exit to Drizzle. To the right is a small collection of houses. Aha. Sorry, I know nothing. Okay, er weiß nichts. Okay. Okay, aber hier geht's wahrscheinlich dann weiter, ne? Aber hier könnte man noch nach ganz oben. Wenn man es richtig macht. Hierhin zum Beispiel. My poor father is gone missing. Oh, sein armer Vater ist weg. Oh no. Grandpa says he knew the sorcerer. Grandpa told us that the sorcerer resides in a small cottage in the Rocklands. Why would one live there? Okay, es geht um irgendeinen Sorcerer. Möglicherweise nächste Gegner. Ich bin jetzt nicht wirklich krass hier in dieser Story drin, muss ich zugeben. Vielleicht hätte das mehr als ich. Hä, wieso bin ich jetzt wieder hier? Hä? Was? Okay, Moment. Da war aber noch ein bisschen mehr. Ich möchte mal schon alles angucken, wenn ich schon mal hier bin. Lass mal hier rein. Hamdi hamdi ho. I picked this fresh fruit this morning. I can help you pick fruit too if you like. Danke. Nice. Jetzt hat er mir ein Power-Up gegeben. Weiß aber nicht, für wie lange ich das jetzt behalte, das Power-Up. Aber jetzt kann ich das hier aufsammeln. Aber was bringt mir das? From the top here I can see out for miles. The waterfall is quite... irgendwas. Okay. Na gut, die sagen nichts mehr Interessantes. Sagen nur, wie schön alles ist. Ich meine, wissen wir ja, habe ich ja letzten paar Folgen auch schon ständig gesagt, wie schön das alles ist. Aber das sage ich eigentlich immer nur, wenn ich einen neuen Bereich sehe. Hallo. These geysers rarely appear in Drizzle. Perhaps there is some reason for the occasion? The merchants in this part of town only carry goods of the highest degree. Okay. Ach, da kann ich nicht drauf. Lass aus. Nee, geht anscheinend nicht. Okay. The citizens of Drizzle pay high prices for Morgan's fruit. Return when you have at least 75 Bells. Jetzt sind aber zwei Leute, die Bells haben wollen, ne? Auf wen höre ich jetzt, ist die Frage. Und wo geht's weiter? Hä? Okay, sehr seltsam. Hier unten war auch nichts, ne? Nö. Da oben konnte man raus. Okay, sehr komischer Ort. Ich hab's nicht ganz verstanden, ist aber in Ordnung. Wir machen jetzt einfach das nächste Level. Und zwar Akt 5. Frosted Forest Trail. Game Bell. Ah, so kalt und wir tragen so einen süßen Schal. Ich finde das so süß. Alles so ganz klein und alles so schwarz-weiß. Maulwurf! Hey! Der schießt ja immer da, wo ich bin. Bin aber gemein. Oh. Ja komm, das wusste ich nicht. Aua. Please do not hurt me. Danke. Nice. Hä, die kann man nicht killen? Okay, die am Anfang kann man anscheinend nicht killen. Muss ich mir merken. Den kann man killen. Genau. Den sollte ich ignorieren. Den killen. Den nicht anscheinend. Okay. Hä? Kann ich da stehen? Ach, ich hab's gerade gesehen, ich hab gerade am Augenwinkel, Augenwinkel gesehen, mein Gott. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber
Der schießt Schnee. Genau. Sehr cool. Und den kann man killen. Okay. Cool. Verschwinde. Ich würde aber gerne mal ein bisschen Farbe sehen, oder ist die ganze Welt jetzt hier nur in Schwarz-Weiß? Oh Gott. Ich bin wieder am Anfang, wie immer. Ihr kennt das ja bei mir bereits. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, vielleicht die Difficulty umzuändern. Nur weil das Problem ist, dass ich wieder alles neu spielen müsste. Und ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Bin ja schon wie halb durch mit dem Spiel gefühlt. Er ist nicht gesprungen. Sie ist nicht gesprungen. Sie wollte einfach nicht. Ich habe gedrückt, aber es ging nicht. Hä? Es geht nicht. Es geht nicht. Hä? Ah. Oh. Ah. Aha. Ich habe nur noch ein Leben. Ich muss aufpassen. Oh, nächster Raum. Aber es ist keine Glocke. Aber es ist eine schöne Farbe. Der hustet mich an. Hä? Habe ich ihn geschadet? Ja, habe ich. Hä? Okay. Okay. Bin das einfach ich, der Gegner? Das bin ja, glaube ich, einfach ich. Ich will die Glocke. Oh, die spawnt. Okay. Weg vom Bildschirm. Existiert nicht. Hier darf ich stehen. Oh, die Glocke gibt mir eine Fähigkeit. Schaut mal, das habt ihr erst jetzt gesehen. Freeze. Press down to roll a ball of freezing snow. Ich kann so einen Schneeball jetzt werfen. Wie süß. Warte. Ja, ich kann das einfrieren, wenn ich drauf werfe. Ich glaube, das sind auch... Oh. Das sind auch für immer so? Das weiß ich nicht. Nein. Ach. Das ist so mein Problem mit diesem Spiel. Man kriegt gar keine Checkpoints. Du musst dann komplett alles von vorne machen. Ja, ich spiele auf Retro Mode. Aber ich habe gedacht, ich habe nicht gedacht, dass es so viel schwerer sein würde. Aber ich mag diese Fähigkeit. Ich finde die ganz clever. Muss ich das richtig machen vielleicht? Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Oh, der Bildschirm wird größer. Ich kann mehr sehen. Was, das ist ein Gegner? Ich habe nicht gewusst, dass es ein Gegner ist. Okay, sorry. Oh mein Gott, danke fürs Leben. So, dann hustet erstmal. Ich mache so. Ich muss aufpassen, dass das okay mich nicht trifft. Nice. Okay, schnell. Und dann, wenn es an einem passenden Ort ist wie jetzt, einfrieren. Genau. Oh, das ist echt cooles Level. I like it, I like it. Boah, von dem Maulwurf muss man echt Angst haben, ne? Oh, ne, von denen habe ich am meisten Angst. Das macht kein Damage auf die. Aber können die mich erwischen? Ich hoffe nicht. Kann ich die? Ich kann die aber dafür auch nicht erwischen. Okay. Taktik! Hat funktioniert. Was ist das hier? Nichts. Okay. Muss ja auch nicht was sein. Das ist ein Gegner. Ein Gegner! Okay. Verschwinde. Mach die Glocken. Oh, nice. Wo ist der Checkpoint? Es gibt bisher noch keinen einzigen Checkpoint. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Yes, Checkpoint. Yes. Nice. Ich mag das Level. Ihr wisst ja sowieso, also falls ihr es nicht wisst, ich mag Schnee. Und Eislevel mag ich generell eigentlich. Hä? Wieso kann ich hier nicht hochspringen? Aber hier schon. Okay, seltsam. Ah, okay, ich dachte, wäre Wand oder so. Okay. Ah, okay, auf diesen komischen Plattform kann ich... aus irgendeinem Grund nicht springen. Also nicht so hochspringen, meine ich. Ja. Ganz knapp. Okay. Ja, bisher mag ich das Level. Nein!
Ich bin stuck! Nein! Ich will sterben! Ich will sterben! Ich will sterben! Okay. Nein! Hä? Die Glocke ist doch da hinten. Wieso spawne ich da? Na egal. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja noch relativ am Anfang von diesem Screen. Nicht von diesem Screen, von diesem Abschnitt, wie auch immer. So. Back in business. Genau, hier kann man nicht so hoch springen. Kann man ein bisschen springen, aber nicht so. Okay, bei dem muss man aufpassen, die bleiben nicht für immer eingefroren. Das habe ich jetzt auch gecheckt. So, und ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon wieder zurück, oder? War das nicht hier? Aua. Doch, das war genau hier. Komm, mach auf. Zack. Ah, das ist das Problem. Okay. Oh. Das finde ich hier echt schwierig, ne? Ja, klar. Hier kann ich stehen. Nein, kann ich nicht. Ich habe was herausgefunden. Und zwar, man kann hier stehen. Das könnte eventuell die Lösung sein. Hier drauf zu stehen. Ja, doch, jetzt komme ich hier hoch. Okay, aufpassen. Hier sind einfach Mario-Blöcke. Die gehen aber kaputt. Okay. Der andere noch einfrieren. Das ist gut so. Das sind kleine Gegner, die nerven nur. Okay, aufpassen. Ha? Wo muss ich lang? Ich muss gerade gucken. Ach so, ich. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Ja, okay, okay, richtigen Timing. Ich hätte gerne einen Checkpoint-Spiel. Das wäre echt schön. Wenn ich einen bekommen würde. Oh, knapp. Okay. Oh Gott. Oh nein. Okay, habt die Rose? Oh, ich kann auf den draufstehen. Okay, cool. Was zum... Muss ich ihn einfrieren? Oder schießt er mich hoch? Da schießt... Ah, ich kann ihn einfrieren, dann schießt er mich hoch, oder wie? Krass. Oh, das tut weh. Oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Hä? Was muss ich machen? Ich habe Angst, weil ich hatte noch keinen Checkpoint. Das ist jetzt blöd, dass der da schon eingefroren ist, ne? Der soll eigentlich, glaube ich, nicht eingefroren sein. Ist das so richtig? Dass der eingefroren ist da? Keine Ahnung, waren wir hier oder so? Ich glaube, wir waren irgendwie hier, kann das sein? Oder? Ne, hier waren wir, glaube ich, irgendwo. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wo wir waren. Oh, verdammt. So. Ich muss gerade überlegen. Ob wir hier schon mal waren. Oder nicht. Doch, hier waren wir schon mal. Genau, hier war die Rose. Ich verstehe jetzt auch übrigens besser, wie das alles hier funktioniert. Ach, stimmt, hier war das irgendwo, dass ich hier gestorben bin. Moment. Den kann ich nicht erreichen. Ah, auf den muss ich drauf springen, wenn er gerade nicht schießt, oder? Was ist jetzt? Ah! Wo bin ich denn vorhin gestorben? Ich hab's vergessen. Ich hab's komplett vergessen. Wo geht's lang? Oh! Hatte noch keinen Checkpoint. Wollte ich mal erwähnt haben. Hier darf ich stehen bleiben, ne? Genau, hier darf ich stehen bleiben. Jetzt ist es nicht mehr heiß, jetzt kann ich alles drauf packen. Ich weiß nicht, ob ich da stehen darf, deshalb lasse ich es lieber. Oh nein. Nein! Du dummer kleiner Wick. Okay, Leute. Ich habe jetzt eine Änderung gemacht. Und zwar spiele ich jetzt, wie man vielleicht sehen kann, auf Newcomer.
Das liegt einfach daran. Wir sagen das Level ein bisschen weiter. Das liegt einfach daran, dass ich dieses Spiel eigentlich spielen wollte, in der Intention, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen so Retro-Games zu spielen. Und immer wenn ich dieses Spiel aufgenommen habe bisher, habe ich keinen Spaß gehabt. Ich war immer noch am Ragen. Ich meine, klar ist es auch lustig, aber für mich war es halt nicht lustig. Für euch, na klar. Ihr seht auch schon, ich kriege hier viel mehr Checkpoints. Die Gegner sind ein bisschen langsamer. Es gibt hier auch hier ein paar Plattformen dazu, die es normalerweise hier nicht gibt. Ich bin trotzdem schlecht. Also ja, wie gesagt, ich bin nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Ein paar anderen Retro Games vielleicht, aber in diesem Spiel nicht unbedingt. Und deshalb habe ich mich einfach dazu entschieden, auf Newcomer einzustellen. Ich hoffe, da schreibt mich jetzt niemand an, ne? Wie gesagt, es werden immer noch genug Fails kommen, dass man drüber lachen kann. Ich würde ein bisschen mehr dieses Spiel genießen können. Und das wird hoffentlich jetzt mit Newcomer möglich, ja. Das ist aber noch im Level, das ist jetzt kein Free-Ding. Außerdem habe ich insgesamt jetzt ein paar mehr Bells. Als ich die ganze Level neu gemacht habe. Verdammt! Ah! Und da können wir gleich was kaufen. Was Spaßiges. Was Lustiges. Was Fantastisches. Hoffentlich. Das war zu früh. Ja, das war viel zu früh. Ich glaube, das Wasser da unten tut weh, weil das sieht jetzt nicht sonderlich gesund aus, das Wasser. So. Bisschen höher, genau. Den kann man noch nicht killen. Den sollten wir aber auf jeden Fall killen. So, hey. Zack. Du bist weg. Und. Ha. Ich sehe erst jetzt die Schneeflocken überall. Hab ich vorher gar nicht bemerkt. Hä? Was? Irgendwas hab ich verpasst. Kann ich hier irgendwas machen, was Besonderes? Gibt's hier irgendwas? Hä? Wie soll ich einen Jump schaffen? Ich komme hier auch gar nicht mehr hoch. Seht ihr das? Ha? Den Jump schafft man aber nicht. Oder habe ich eine andere Ability jetzt? Hä? Sound. Press down to roll a ball. Nee. Ha. Was muss ich denn jetzt machen? Ich kann nicht, ich meine, ich kann ja nicht höher springen oder mehr springen oder sonst was. Ist das jetzt Try and Error ein bisschen? Hm? Ich habe das Gefühl, ich soll auf irgendwas warten, was mir dann hilft, aber hier kommt ja nichts. Und wie gesagt, den Sprung, den schaffe ich nicht. Schaffe ich niemals. Also, das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Ha? Ich dachte mir gerade so, vielleicht kann ich ja auf dem Schneeball, den ich werfe, so wegbouncen. Wisst ihr, was ich meine? So, so drauf bouncen, wie bei so einer Koopa Shell, aber. Nee. Das geht nicht, ihr seht's ja. Okay, das werde ich wohl nachgucken müssen. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich wäre darauf tatsächlich nicht gekommen. Man muss das Ding die ganze Zeit. Ja, berühren. Und dann irgendwann fallen da überall Tröpfchen von der Flasche runter. Und dann. Moment, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Und dann kann ich eigentlich drüber kommen. Moment. Vielleicht, wenn ich hier oben das einfriere? Nee, das hilft auch nicht, oder? Ah! Ah! Logisch, 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 logisch. Genau. Klar. Einfach in der Luft einfrieren und dann kommt man natürlich hier rauf. Aua. Genau, hier im Newcomer-Modus, den wir jetzt spielen. Ist mir auch egal, was wir spielen jetzt. Hat man im Normalfall 3 Leben, man kann aber bis zu 4 Leben haben. Aua. So ist gut. Zack. Nice. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Ah! Hä? Was zum. Wo ist da die Logik? Ach, das tut mir gar nicht weh, merke ich gerade. Ah! Genau, man kriegt ja auch nicht mehr so viel Knockback.
Das ist auch ein Vorteil und schon wieder der gleiche Fehler. Ich denke die ganze Zeit, es killt mich oder es kann mich treffen oder so, aber ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall. Ja, leider kann ich jetzt die zwei Glocken da nicht einsammeln. Sorry. So, ich warte kurz, bis es fertig gebrannt ist. Dann rüberrollen. Und sterben. Also wie ihr seht, in Newcomer sterbe ich trotzdem noch oft genug. Ach, schon wieder gleiche Fehler. Ich komme da wirklich nicht mehr dran. Schade. Okay. Einfach rüberrushen. Oh mein Gott, das hat funktioniert? Wie? Wie hat das funktioniert? Oh mein Gott. Okay. Genau, diese Plattform hier, wo ich gerade stehe, diese Plattform, die genauso aussehen, die gibt es jetzt nur in Newcomer. Die sind eigentlich nicht da! Ich meine, dass wir hier gestorben wären. So, mache ich jetzt ab hier weiter. Oh hey, diesmal habe ich da einen mehr eingesammelt da oben. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Weil ich nur noch ein Leben habe. Und das ein bisschen schwer wird, damit hier durchzukommen. Aber wir versuchen es. Probieren geht über Studieren, ne? So war das doch. Der rollt da runter. Wir rollen hier mit runter. Und haben es geschafft! Ich habe keine Ahnung, wie lange eine Folge ist. Vielleicht ist es schon Überlänge. Aber egal. Egal. I wish I were brave like you, Belle. I am just so shy. Dann sei ich shy, sei ich? Ja, keine Ahnung. Grandpa Apple taught me he used to own an old produce store. He never did say why it shut down. Okay. Aber es wird ja echt lebhaft hier mittlerweile, ne? Echt so viele neue Gegner und hey, neues Teammitglied, ein okay. I love my guitar, I don't even need hands to play it. Ja, die Gitarre ohne mit Händen mit spielen zu können. Okay, cool. You're a coffee drinker, right? What would you recommend I order? It will need to be iced, of course. Er möchte Kaffee bestellen, aber hat Angst, dass es zu warm ist. Na gut. Achso, nee, das war ja hier links dieser Raum, dass die hier einen nur die Sets sagen. Das ist nicht interessant. Vor allem jetzt nicht mehr, wo ich auf einem neuen Speicherstand spiele. Vor allem jetzt. Hörst du das hier neu? Miss Menzies knows where all the roses are. Collecting a rose counts as 4 bells. Okay. Bring some visitors. Okay, sie kommen ja alle nur wegen den Rosen, die ich mitbringe. Okay, gut zu wissen. Look at the huge bouquet. Bouquet? Okay, keine Ahnung. Of roses you've collected. I don't have any roses to give you, but you can have this. Yay! Ein Herzcontainer! Woo! Na gut, wäre natürlich jetzt nützlich gewesen im Retro-Mode, aber egal. Wie gesagt, das Spiel ist schon schwer genug. Passt. Your next rose is tucked behind a cloud. Oh, danke für den Tipp. Okay, hinter einer Wolke. Ha. Ja, wir machen das nächste einfach nicht heute. Das nächste Level machen wir in der nächsten Folge. Das ist dann hier oben. Da oben ist schon das... Hört auf zu scrollen. Hier sind wir schon, glaube ich, am Ende. Wie auch immer. Wir wollen erstmal wieder zurück zur Intermission. So heißt es hier. Und ich würde gerne 100 Bells ausgeben, weil ich müsste jetzt genug haben. I can upgrade the speed and range of your boomerang. Ah, nur 50 Bells? Ich dachte 100. Na gut. Upgrade her. Und nun... Moment. Aha. Kann sein, dass er ein bisschen schneller ist. Kann ich nochmal upgraden, theoretisch? Hä? Achso, ich habe den falschen Knopf. Achso, ist doch gar nicht geupgradet. Okay, sorry. Jetzt habe ich geupgradet. Kling, 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 kling. Oh ja, der ist definitiv besser. Viel weiter. Und auch etwas schneller. Nice. Kann ich nochmal upgraden? With this upgrade, your weapon can retrieve items. Ja, gib her. Das ist ja richtig geil an. Damit kann ich jetzt Items einsammeln. Komm mal gern soon. Hat er noch irgendwas später oder gar nichts mehr? Aber schaut mal, jetzt habe ich... Na wohl? Jetzt wirkt er mir wieder ein bisschen langsamer, ich weiß es aber nicht. Na gut. Moment, ist der dann neu?
Der hier? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich schau nochmal, ob es hier drüben noch was Neues gibt, weil da gab es auch noch eine Lady oder so. Wo gerne Welt von mir möchte. Hier sie. Okay, da müssen wir wieder drauf sparen. Das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Bei Bell Boomerang. Die Fails enden nie.